Die Großoffensive, Graber des Frachtschiffs. Einige Genesis-Repliken, die wir zu Forschungszwecken nach Midgar verschiffen wollten, konnten sich während der Fahrt befreien und haben die Kontrolle über das Schiff übernommen. Entere das Schiff, vernichte die Genesis-Repliken und erlange die Kontrolle über den Frachter zurück. Will man das? Ich glaube, das will man nicht. Sechs Kisten! In echt auf einem Schiff? Okay. Das finde ich jetzt cool. Zeonus. Activating Combat Mode. Ja, was war das? Oh ja! Yeah. Das hat gerade den Gravitas auf den Kopf gefallen. Oh Gott, okay, das ist ein Brust. Das sieht von außen gar nicht so groß aus, muss ich sagen. Wenigstens mal eine neue Map, finde ich ja auch schon. Activating Combat Mode. Take that! This'll do. Oh no, you don't! Conflict resolved. Und da wartet er schon. Sind zwei. Fine now. Gonna love this. Heads up. Weil eigentlich gerade die Walze, die ist gerade irgendwie nicht hilfreich. Überhaupt. Hört nicht auf. Turm der Feindlichen Bastion. Es ist unseren Aufklärern gelungen, den Ort auszumachen, an dem die Genesis-Repliken mit dem Frachtschiff geflohen sind. Zwei Personen befindet sich dort ihre Machtzentrale. Begib dich unverzüglich dorthin und greif die Basis an. Wenn man jetzt die Story durchspielt, ohne irgendwelche Nebenmissionen, ohne in diesem Labyrinth nach Kisten zu gucken. Wie lange braucht man? Activating Combat Mode. Bring it on. You
we go. Take that. The end. Oh no, you don't. Conflict resolved. Oh yeah. Nee, gar nicht, Elix. Activating combat mode. Out of the way. How about this? This is gonna sting. Heads up. Here we go. Conflict resolved. Got him. Oh yeah. Nicht. Befehle? Eine Kiste. Also ich bin wieder zu nah ran. Ja, geh nicht zu nah ran. Ich bin immer noch eine Kiste. Übrigens, habe ich heute schon gesagt, dass du wieder fantastisch aussiehst. Ja, schon so 10 Mal, glaube ich. Nein, vielen Dank dir. Aber ich finde wirklich, ich finde mich immer ganz furchtbar auf der Webcam. Activating combat mode. Und auf TikTok. Kennst du das, wenn du so ein Spiel guckst und denkst, ah ja, heute geht's eigentlich, heute sehe ich gar nicht so schlecht aus. Dann machst du ein Foto oder ein Video oder eben siehst du auf der Webcam und dann denkst du dir, Frankensteins Monster lässt grüßen. Activating combat mode. The road to becoming first is not easy. Strength is not the only requirement. Yeah, I know. But still, I want to make first. Listen to me, Zach. If you want to be first, I'll embrace my dreams in honor. And my dream is to become a hero. All right. You have my support. So still. Kann nichts stehlen. Oh, das ist nicht. Hat mich das doch geklaut. Das Einzige, was man vielleicht machen könnte, eine Maske über die Cam zu legen. Eine Maske? Was für eine Maske? Hallo, hallo Handsome Jack. Guck mal, da sollen, da musst du Komplimente machen. Da kommt der Handsome Jack. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Bist du auch schon fleißig am Crisis Core spielen, Jack? Zum Beispiel ein bisschen abgerundete Ecken finde ich immer ganz nice. Ach so, meinst du? Findest du? Abgerundete Ecken finde ich blöd. Aber ich habe mir meine Maske in die Runde gemacht. Allerdings wollte ich da noch einen fancy Rahmen drum und dazu bin ich noch nicht gekommen. Dann habe ich mir, warte, ich kann euch das ja kurz zeigen. Habe ich die da drauf? Ich habe sie mal reingezogen. Ich guck mal. Nee, habe ich nicht drin. Also, ich habe auch mal testweise so ein Katzenköpfchen gemacht.
Aber das ist so eine schwierige Form, um sie irgendwo im Bildschirm unterzukriegen, finde ich. Ja, Vermaske. Ja, hab's bestanden. Nein, schau mir erstmal das Spiel an. Kann mich kaum noch an die PSP-Version erinnern. Ich auch nicht, Jack. Ich auch nicht. Ich habe es gespielt und ich mochte es. Aber ja, seit ich das hier spiele... Oh, ich weiß nichts mehr. Nichts mehr, Jack. Ich weiß gar nichts mehr. Aber das heißt, du hast damals auch die PSP-Version gespielt. Und irgendwie, es kommt da auch nichts mehr. Wenn ich so manche Sachen sehe, es kommt da auch nichts mehr. Das ist einfach komplett gelöscht. Unsere Aufklärer berichten, dass Genesis-Truppen in einem unterirdischen Höhlensystem einen Angriff auf Shinra-Einrichtungen vorbereiten. Schalte den Wachskorpion-Prototyp aus, um ihre Pläne zu vereiteln. Und die Ecken doof. So notiert sich alles. Ich hatte mal so einen Rahmen. Guck mal, halten kurz ein. Ja. Also da muss ich die Kamera halt dann auch hier in der Mitte platzieren. Aber ja, der nimmt auch halt dann viel Platz im Bildschirm ein. Vielleicht mache ich einfach mal einen Kreis, so wie ich das vorhatte. So, wir brauchen eine Kiste. Sorry, mich juckt. Also. Activating Combat Mode. In dem Stein versteckt. Und da ist noch mal ein Skorpion. Activating combat mode. This'll do. Oh no, you don't. Try now. Au, du bist nicht so gut. This'll do. Okay, Zack, die macht einfach gar nichts aus, da drin zu stehen. Das ist auch ehrlich gesagt jetzt nicht der beste Platz, um gegen den zu kämpfen. Schutzweste erhalten. Die gucken wir uns an. Die gucken wir uns aber an. So. Feuer. Feuerring, okay, ich dachte jetzt, das wäre ein Ring. Wieso ist da ein Punkt dran, wenn wir schon 5 haben? Ich denke immer, das ist neu. Dann gar nicht. Okay, nee, hatten wir auch schon welche. Leute, ihr müsst mal bessere Questbelohnungen rausrücken langsam hier. Was war da? Stufe 6, okay, das machen wir nicht. Rebellen in den Slums. Abermals sind überlebende Wutai-Rebellen in die Slums von Midgar eingedrungen. Dort scheinen sie sich mit Anti-Shinra-Gruppierungen verbünden zu wollen. Doch nicht nur das, diesmal haben sie ja auch mächtige Anti-Soldat-Monster im Schlepptau. Macht die Rebellen unschädlich, bevor sie zuschlagen können. Anti-Soldat-Monster haben sie im Schlepptau. Okay, die schauen wir uns doch mal an. Die schauen wir uns doch mal an. Ihr schreit, wenn ihr eine Kiste seht. Activating combat mode.
taking you down if... Oh, no, you don't! Huh? Bye now! How about this? The road to becoming first is not easy. Strength is not the only requirement. Heads up! Warm-up's over! Prove your honor to me. I got it. Oh, yeah. So, wo war jetzt die Kiste da? Wir können die bestimmt da auch vorbei, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er doch zu früh triggert, dann da ist es. Activating combat mode. Bye now. How about this? Heads up! The end! Gonna love this! Conflict resolved. Perfektes Blocken! Oh, ich hab wieder nicht gemacht. Hat er ganz alleine gemacht. Nein! Moment, ich bin nicht zu nah ran, oder? Here we go. Taking you down a peg. Oh no, you don't! This'll do. Take that. Bye now. This'll do. This is gonna sting. Na, mal wieder die Schwarzkunst reinmachen. Eigentlich bei dir. Bye now. Ah! Runter damit! Runter damit! Shit. Noch FP frei aktiviert. Vielen Dank für dein Follow, Tidus! Tidus, das finde ich wunderbar. Jetzt willkommen im Stream. Schön, dass du bei der Gang bist. Wie geht's dir? Auch schon fleißig am Crisis vorspielen. Yo! Fireman! Hey there! I think I'm fine, and you? How are you? Are you playing Crisis Core? I'm good. Too tired grinding that game. Yeah. I feel that. You have to grind so much in this game. But how do you like it? Jetzt noch nicht tot. I'm also in grinding mode right now. Whatever are you now? I think it's 31. Yeah, 31. You? I'm fine with any game, 100%. Like, it's good. Activating combat mode. But I make a bold assumption and say your favorite is Final Fantasy X. Taking you down a peg. This'll
MG. What do you mean? MG. Armband. Das schauen wir uns auch an. Hatten wir das schon? Ah, okay. Oh my god. How can you be this far? Are you lucky with the wheels? I'm really unlucky, I guess. Und People 60, okay. Auch nicht schlecht. Will er mir den hier immer sagen? Ich muss jetzt mal weg, die Punkte. Wer liest denn das alles? So, okay. Weiter geht's. Too much grinding actually. I got three of the Genji set. I don't know what that is. I need one more. I don't know what the Genji set is. Feinde im Shinra-Gebäude. Die Wutai-Rebellen in den Slums waren lediglich ein Ablenkungsmanöver. Eine Spezialeinheit ist in das Untergeschoss des Shinra-Gebäudes eingedrungen. Begib dich umgehend dorthin und vernichte die Wutai-Rebellen. Machen wir! Is that like the best accessory? Activating combat mode. Got it. Conflict resolved. The end. Houston. Ich hasse dieses Level. Activating Combat Mode. Das ist wirklich mein absolutes Hasslevel. And you said it's the most powerful equipment in the game. Okay, I thought so. Yeah, accessories. Okay. And it's probably really hard to get them. Conflict resolved. Oh yeah. I wonder if I will ever, if I will activating combat mode. Get the Genji set. Ever. The word I missed was ever. I will ever get the Genji set. I wonder. Guck mal, wie viel TP ich einfach habe. Activating combat mode. Bring it on. How about this? Here we go. Conflict resolved. Oh yeah. Genji gives Genji gloves. It can give you break damage limit. Ah yeah, the hit expander. I need that.
But wait, I only make 9,999 damage. How do I break that? There must be something before the Genji Claws. Wo sind denn hier die Kisten? Yeah, the chest. Activating combat mode. Bring it on. Bye now. How about this? This is gonna sting. Oh je, ich sehe gerade, mein Internet hängt ein bisschen, oder? Oh je. Wieso, bitte, wieso? Vodafone hat mich neulich gefragt, in der E-Mail, ob ich zufrieden bin mit ihrem Service. Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich das weiterempfehlen würde und lauter so Sachen und nicht so. Nichts. So, eher minus 10 von 10. Auch gemein so hinter den Türen. Vodafone, ja, Vodafone. Vodafone. Activating combat mode. Bye now. This'll do. Got it. Conflict resolved. Oh yeah. Was habt ihr denn für Internetanbieter? Training hard, I hope. You better believe it. Leveled up too. All right, let's see the results. Oh yeah! Conflict resolved. Trainiere immer sehr hart. Okay. Und wieder zurück. Activating combat mode. Heads up! This is gonna sting! How about this? That's enough! Heads up! I'm Zach. What's your name? Oh, hold on a second. Oh, hey, Tsung. Hey, I'm a little busy, so I'll be a little late. Behind you? Hmm? Yeah, Tsung! Are you done being busy? Okay, die kann mir noch nicht. Warm up's over! Is this the end? No, not if I can help it! Ich war bei Unity Media, wurde aber von Vodafone aufgekauft. Ja, war ich auch. Fertig. Danach war es vorbei mit dem tollen Service und es ging auch mit der Zuverlässigkeit der Leitung nach unten. Ja. Ja, genau.
Genau das kenne ich auch. Genau so ist mir das auch passiert. Und als dann Corona kam, war es ganz vorbei. Let me give you a hand with the flowers. No, it's fine. These flowers, they only want to be tended to by me. Seriously? Taking you down a peg. How about this? Gonna love this. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Taking you down a peg. Enough. Got him. Conflict resolved. Oh yeah. Yeah. Unity Media Zeiten war es wirklich noch. Zumindest ein bisschen besser. Jetzt wollen sie bei uns in der Straße Glasfaser bewegen. Bin gespannt, ob dann irgendwas besser wird. Zweifle es aber. Ein Zombie! Okay, wir gucken es uns an. Todesstoß? Ist das eine Todesattacke? Oh, oh nein! Okay, das ist schon ein bisschen lustig. Hat ihn aber nicht getötet. Oh Gott! Heil dich! Alter, was ist das? Better run for it. Good luck. Thanks. Einen Hit und den HP Expander brauche ich. Wo bekommt man diese Genji-Sachen her? Ich weiß nicht, ob ich das fragen will. Ich weiß nicht, ob ich mich spoilern will oder lieber nicht. Vermutlich wird es noch eine Weile dauern, bis da überhaupt was geht. Mal ein bisschen. Kamera noch. Ellen? Freundlich aus. Hey, die Kamera ist heute noch nicht abgestürzt. Yay! Hätte ich noch nichts gesagt. Nach der Befreiung Midgars von den letzten Wutai-Rebellen ist die Shinra-Armee in wutaianisches Hochgebiet eingedrungen, um dort untergetauchte Anti-Shinra-Kämpfe aufzuspüren und zu eliminieren. Soldat wird diese Operation unterstützen. Begib dich nach Wutai und greife die Anti-Shinra-Bats an. Eigentlich wollte ich so langsam mal einen Blumenwagen bauen. So kommen hier immer mehr Quests. Drei Keys. Gehen wir mir... Ja. Ach. Taking you down a peg. Aua. Conflict resolved. Oh yeah. Einmal. Ja, nee, das laufen wieder zickzack am besten. Komm doch mal her, ich möchte dich nicht. Hey, Zong! So you have no problem bombing this village? Cause I have a big problem with it. All evidence of misconduct must be erased.
As a Turk, I must enforce company policy. That excuse again. Bringing out the big guns! Is this the end? Wenn deine Attacken stärker sind als die Limit, ist triggert. Ist irgendwo. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Bye now. Oh no, you don't. Here we go. This is gonna sting. Conflict oh, resolved. Yeah. Activating combat mode. Keine zwei Meter weit kann man hier gehen, wirklich. Ach, schön. Einander. Dann muss ich nicht mehr großartig suchen. Hat eigentlich schon mal jemand so einen Pott gefunden? Ich habe noch gar nicht so einen Pott gesehen. Activating combat mode. This'll do. Oh no, you don't. Got him. Fine now. That's enough. Conflict resolved. Oh, guck. Activating combat mode. Out of the way. Heads up. Oh no, you don't. This'll do. Take that. Taking you down a peg. Yeah. Okay, also Stufe 5. Ich bin Bosse sind immer noch hart. I was looking for materia and now I'm late for my assignment. I see. But where's your sword? Don't you need that too? Ever the restless puppy. Geht das nicht runter? Wieso habe ich den nicht runtergekriegt? Oh Gott. Oh Gott, aua. Ja. Prove your honor to me. Nicht genügend FP für den Stance? Okay. Nicht, dass ich dafür FP. FP-Booster plus plus mal. Das habe ich von dem nicht geklaut. Ich hätte versuchen können, das zu klauen. Okay. Pass auf, ich speichere mal wieder extra. Und dann. Here's the intel on spy. Ach, den muss ich auch noch finden. This spy managed to infiltrate the soldier floor and take classified Shinra information. Judging from this brazen action, it's possible he's posing as an employee or. Okay. I heard that you Shinra soldier guys are trying hard to get rid of the monsters. I guess that's how this friend of mine was able to get out of Midgard. See, my friend is amazing. He travels around the world, looking for rare items and stuff. He keeps a record of his travels, which he calls his struggle log.
I guess that's how the, my friend, he keeps a... Jetzt, was mache ich jetzt mit der Info? You can also get to the sec if you take the if you want to go. Anything from gifts for your loved ones to common every if you need it. Damn it. There's materia missing. Und wieder? Again. Oh. Say. Oh yeah. You just need so should I. All right. To make the das, wenn man das öfters macht. So anyway. All right. Come by. Outside this gate to the right. Ach. Hast du nochmal, huh? Hey, step right up, mister. Welcome to the number okay. Game. We've got a lot of great... Okay, the way you play this game is, you pick a number from 1 to 6. Of the 6 people who walk by this store, that number is how many you think will be kids. If the number you chose matches the number of kids who pass by here, you win! And you get the big prize. Okay. Bei diesem Spiel musst du erraten, wie viele Kinder unter den Leuten sein werden, die an Zack vorbeilaufen. Um spielen zu können, ist dein Killeinsatz nötig. Sagst du jedoch die richtige Zahl voraus, erhältst du eine Belohnung. Du kannst deine Gewinnchancen erhöhen, indem du auf die Vorhersagen der Leute achtest. Du solltest also umhören. Hä? Oh, by the way, for a few extra gil, I can give you 3 numbers that I believe have a good chance of winning. Okay. 1 and 2 and 3, I think. Today's number has gotta be one of those. But you have to make the final call. Eins, darauf wette ich mein Haar, geh. 2, es riecht verdammt nach 2. 3, da bin ich mir ganz sicher. 4 gewinnt, ist doch klar. Denn 5 ist Trümpf. Bei meinem übergrößten Schwert. 6. Ich sage 2. Alright then. Oh je, das waren schon 2. Oh! Ich glaube, das waren alle, oder? Ah! Ich habe richtig getippt. This is today's prize. Alright, come again soon. There'll be more items for you to win. Ohne sein Rat hätte ich 3 genommen. Aber was meint er mit den Vorhersagen für die Leute? Und wie war das nochmal mit den Wutai-Spionen? Prozent einer Mission abgeschlossen. Okay, wirklich? Okay. Noch so viele. War denn das? Das da war das, oder? Die Lunaris-Einheit. Der Wutai-Spion, der auf dem Markt in den Slums festgenommen wurde, hat nach freundlichem Zureden ausgeplaudert, dass sich eine Vorhut der Lunaris-Einheit in den Coral-Minen versteckt. Achso, das war immer noch das. Und ich kann nicht in die Coral-Minen, oder? Aber der Typ sagt mir jetzt wieder, dass in der Etage ist. Okay, kann ich denn gerade, aus hier? Aus der Stadt geht das? Wutai-Spione zu jagen? Muss ja sowieso noch nach oben für die Blumen, wenn ich das richtig weiß, oder? If you take Before they made the Mark 93, the Mark 100, did you know?
You can still see it. Sitting quiet. Ach ja, der Zug. My brother, ask him. Okay, nee. Bis da hinten ist das die Kirche. Nicht gesagt, ich komme hier raus. You can also get to the sector once if you take the train. If you want to go shopping, I recommend Loveless Avenue. Ja, da würde ich gerne hin. Dann check ich den Weg nicht. Ich bin schon. Ich bin schon in Sektor 8. Ich dachte, ich muss jetzt immer noch irgendwie. Okay, ich bin dumm. Und wer schreibt mir? Es zerbricht. Holländer hat doch diese Repliken angefertigt und auf Shinra losgelassen. Nicht? Und weißt du was? Lazar soll das Ganze gefördert haben. Durch Unterschlagung von Firmengeldern. Das Motiv der beiden soll Rache an Shinra gewesen sein. Bei Holländer kann ich das ja verstehen, aber Lazar. Für sein Alter war er schon weit in der Karriereleiter rauf und er hat außerdem immer einen sehr rechtschaffenden Eindruck auf mich gemacht. Warum sollte er Groll gegen die Firma erhegen? Obwohl, einmal hatte er in einer Rundmail etwas über Verbitterung geschrieben. Direktor Shinras Sohn wurde unlängst zum Vize ernannt. Ob Lazar auch auf diesen Posten aus war? Veränderte Kommandohierarchie. Zack, wo bist du wohl im Moment? Das heißt, Lazar sei verstorben. Er war so ein lieber Mensch, möge er in Frieden ruhen. Wer jetzt wohl die Leitung von Soldat übernimmt? Unsere Zukunft ist mehr als ungewiss. Zu wem kann ich in solchen unsteten Zeiten noch aussehen? Nun zum dir natürlich. Zu mir natürlich. Dein treues Gemüt ist im Wirren wie diesem genau das, was Soldat braucht. Ich folge dir bis zum bitteren Ende, Zack. Bruders. Ich hoffe ja, das kann so überleben. Hey there, little cutie pie. What are you? Also Hilfe? I don't know. The face is a three. The rest is up to what's wow. Hey there. Eine 3. Das finde ich jetzt. Das finde ich gemein. Die stehen immer da, Tag und Nacht. Der Vater und das Kind. I heard the Silver Elite were accepting new members just the other day. I didn't have the slightest clue. There's a reason people say the fan club's an urban legend. Still, it has to be worth all that trouble and effort. Kann man denn Mitglied von dem Club werden? Den haben wir auch immer noch nicht. Oh je. Missing. She left a letter saying she was going on a journey. Where did you go? Please, Mom. My mom, she where did you... Wieso sind das rote? Wie kann ich. Wieso sind die orange, wenn ich die anspreche? Das heißt doch eigentlich, ist es eine Quest. Fan club received funding from Genesis's family to carry on our activities, but suddenly we lost all contact with them, and now we can't keep up with the operating costs. There's no way we could carry on with our activities. So rettest du den Fanclub? Nimm einen Teilzeitjob bei Shinra an. Leg ihn mit einem reichen Club zusammen. Ja, könnt ihr euch nicht zusammentun, die zwei Clubs? Where would we find a rich fan club? I mean, we were the richest fan club in the city. Ja, aber der Rotlederclub. But now look at us. The only assets we have remaining. I mean, but now look at us. Okay, das war wohl der falsche Rat.
Quiz. Guckst du? Und nix. Hier noch kurz in die Loveless-Armee. Ach, Armee in die Loveless-Allee. Riding trusty Hyperion. I wish I could see him again. Wenn auf dem Chocobo bin. This is the busy lovely. Nein, ey. Arbeitskreis. Wurde. Am I right here? Ja, ja. Ich glaube das immer noch nicht, dass der auf 230 km/h beschleunigt. Ehrlich gesagt. Very soon, the Loveless Study Group will become the official Genesis fan club. The days when we were given dirty looks and couldn't even recruit new members, those days are finally coming to an end. You know, that other fan club is having money problems right now. I don't care. Come. We had financial problems at one time, but they didn't lift a finger to help us. Well, they said if you agree to merge, they'll give you apple jewelry. They have lots. Apple jewelry? Very well. If they're willing to go that far, then that's enough to bring us to the table. Hier geht's nicht um Leben. Don't misunderstand. I'm not selling out for jewelry. I was just profoundly moved by your passion. Okay. Don't misunderstand. I'm the Jetzt heißt, wir müssen jetzt auch noch irgendwo die Mutter finden. Sieht eigentlich hier irgendwer Materialien rumliegen? Es hieß doch, wir sollen Materialien sammeln. Sollen hier die Materialien sein? The study group has proposed a merger with us. If the talks go as planned, we can continue running our fan club activity. I heard you played a big part in this. Ich so hübsch bin. Thank you. I'll recommend that you be made an honorary member of the club. Nichts habe ich mir je sehnlicher gewünscht. The study is the top. She left a letter saying she was gone. Where did you go? Auf Reisen. Soll mir das irgendeinen Tipp geben? Recherche offenbart Shinras Lügen. Vor kurzem wurde der tote Soldat Leiders Lazard bekannt gegeben. Doch in Wahrheit scheint der gute Mann wohl getürmt zu sein. Lazard soll Gelder unterschlagen und damit Holländers Angriff auf Shinra unterstützt haben. Holländer, der in Junon inhaftiert war, gelang die Flucht augenscheinlich mit Hilfe von Lazard. Ah. Meine bisherigen Recherchen lassen darauf schließen, dass sowohl Lazard als auch Holländer Groll gegen Shinra hegen. Lazard galt unter den Soldatmitgliedern als absolut vertrauenswürdig und zuverlässig. Der Schock in der Truppe sitzt daher tief. Aber ja, das macht Sinn. Gedanken zum Geschenk der Göttin. Das Geschenk der Göttin, der Quelle allen Lebens, soll uns mit der Gabe ewiger Jugend und Unsterblichkeit segnen. Eine weit verbreitete Theorie mutmaßt, dass es sich beim Geschenk der Göttin um die Weiß-Banora-Äpfel handelt. Eine andere Theorie besagt jedoch, dass nicht die Menschen, sondern der Planet zur ewigen Jugend und Unsterblichkeit gelangt. Diese Theorie wirft zwei Interpretationsmöglichkeiten auf. Die erste ist die alles vernichtende Zerstörung, die zweite die alles heilende Erlösung. Genesis war ein Anhänger der zweiten Sichtweise und nahm an, das Geschenk der Göttin werde uns in irgendeiner Form erlösen.